Du bist die Kraft, die aus Liebe Wunderschafft. Du bist die Kraft, die aus Liebe Wunderschafft. Sei herzlich willkommen zu meinem Beitrag Runen und ihre Anwendung. Um die nordischen Runen besser zu verstehen, möchte ich hier eine Kurzfassung der Runen mit ihrer Bedeutung und ihren Zahlenwerten geben, ebenso ihre übergeordnete Rolle. Fehu mit dem Zahlenwert 1 steht für Gesundheit und Beruf. Urus mit dem Zahlenwert 2 ist die ursprüngliche treibende Kraft. Turisas mit dem Runenwert 3 steht für Kraft. Ansus mit dem Runenwert 4 steht für Weisheit und Kommunikation. Raido mit dem Runenwert 5 steht für Bewegung und Kreisläufe. Kenas mit dem Runenwert 6 steht für die Inspiration. Gebo mit dem Runenwert 7 steht für die Liebe. Wunyu mit dem Runenwert 8 steht für Glück und Harmonie. Hagalas mit dem Runenwert 9 steht für die Einheit. Nauditz mit dem Runenwert 10 steht für die Notwendigkeit. Isa mit dem Runenwert 11 steht für In der Ruhe liegt die Kraft. Jera mit dem Zahlenwert 12 steht für den natürlichen Kreislauf des Jahres, des Tages. Aivas mit dem Zahlenwert 13 steht für die Rune der Tat. Peatro mit dem Runenwert 14 ist die Schicksalsrune. Elhas mit dem Wert 15 steht für Glück. Sovilo mit dem Runenwert 16 steht für Erfolg. Tivas mit dem Runenwert 17 steht für die Gerechtigkeit und den Sieg. Berkano mit dem Runenwert 18 steht für die Heilung. Evas mit dem Wert 19 steht für das Vertrauen. Manas mit dem Runenwert 20 steht für zwischenmenschliche Beziehungen. Lagus mit dem Runenwert 21 steht für Gefühle. Ingwas mit dem Runenwert 22 steht für die Fruchtbarkeit. Dagas mit dem Runenwert 23 steht für den Wechsel. Otala mit dem Runenwert 24 steht für die Wurzeln. Und nicht zu vergessen, die Rune Würth als Schicksalsrune. Als Wetterrunen kannst du Urus, Turisas, Ansus, Hagalas, Jera, Sovilo und Isa nutzen. Als Heilrunen kannst du Fehu, Urus, Ansus, Gebo, Wunyu, Hagalas, Isa, Sovilo, Berkano, Ingwas und Lagus nutzen. Als Glücksrunen Urus, Wunyu, Jera und Pietro. Nachdem ich dir jetzt alle Runen erklärt habe, geht es darum, sie auch anzuwenden. Neben Kettenanhängern, Stempeln, Kerzen und Zimmerschmuck kannst du dir deine Rune nach Wahl vor deinem inneren Auge visualisieren. Stelle sie dir dabei groß und hell leuchtend vor. Sie wird umgehend ihre Wirkung entfalten. Mit meiner dargestellten Tabelle kannst du nun auch Runenwerte ermitteln. Vielleicht kennst du es schon von der Numerologie. Zum Beispiel berechnest du deine Geburtstagsrune wie folgt. Du hast am 21.12.
1984 Geburtstag. Du rechnest 21 plus 12 plus 1984. Das ergibt 2017. Nun zählst du die einzelnen Zahlen zusammen. 2 plus 0 plus 1 plus 7 ist 10. Die 10 ist die Rune Nauditz, also die Rune des Schicksals. Sollte dein Zahlenwert höher als 24 sein, zum Beispiel 54, rechne 4 plus 5 und du erhältst den Runenwert 9. Auf diese Art und Weise kannst du auch deine Namensrune herausfiltern. Dabei solltest du doppelte Buchstaben allerdings durchstreichen. Versuche doch auch, dir ein Sigill, also Siegel, zu erstellen. Dabei kannst du deine errechnete Rune in Verbindung mit anderen Runen erstellen. Lasse dich dabei ganz von deiner Intuition leiten. Aus deinem eigens erstellten Siegel könntest du dir einen Talisman erstellen. Übrigens sind Talismänner zum Glück bringen. Amulette hingegen bieten dir Schutz vor ungewünschten Energien. Möchtest du die Runen singen, zum Beispiel bei einem Wetterzauber? Denke daran, dass Runen nur geraunt werden. Zum Wahrsagen kannst du das Runenwerfen nutzen. Dabei solltest du dir Zeit und Ruhe nehmen. Zu deinem Schutz kannst du in Gedanken einen Kreis um dich ziehen. Beziehe auch gerne die Rune Evas mit ein. Setze dich nun so hin, dass du gen Norden schaust. Breite ein schönes Tuch vor dir aus und halte die Runen in deinen Händen. Stelle die Fragen, die du hast. Das kannst du laut oder innerlich tun. Nun schüttel die Runen und werfe sie auf dein Tuch. Am Anfang empfiehlt es sich, ein Tuch mit 3 Unterteilungen zu wählen. Der Abschnitt, der dir am nahesten liegt, wird bestimmt von der Nonne Urd. Sie zeigt dir die momentane Situation deiner Frage an. Der mittlere Abschnitt zeigt dir die Aufgabe an, die erfüllt werden muss, um das Problem zu lösen. Dieser Abschnitt wird von Verdandi bestimmt. Die Runen, die am weitesten von dir entfernt liegen, also im Norden, werden von der Norne Skuld bestimmt. Skuld teilt dir mit, was aus dieser Situation entsteht, wenn du den Empfehlungen von Verdandi umsetzt. Natürlich liegt es frei in deiner Hand, andere Variationen auszuprobieren. Interessant ist auch ein Legesystem, was auf den 9 Welten beruht. Dabei steht Midgard für deine momentane Situation, Jotunheim deine Vergangenheit oder woran dich diese Situation erinnert, Vanaheim, wie du dich fühlst, Niflheim zeigt dir an, was dich in dieser Situation hemmt. Muspelheim steht für das, was jetzt getan werden sollte. Lichtalfheim, was du weißt, was dir bewusst ist an der Situation. Zwartalfheim, was dich in deinem Unterbewussten bewegt. Asgard ist das Ziel, also die Zukunft, wohin dich die Runen gerne führen würden. Helheim steht dabei für Ängste und Zweifel, die dich bedrücken. Für dieses Legesystem kannst du dir Karten als Unterlagen erstellen oder alle 9 Welten auf einen Zettel schreiben. Danach wählst du mit geschlossenen Augen Runen aus und legst sie rein vom Gefühl her auf die einzelnen Karten. Aber nicht schummeln bitte! Und die Augen geschlossen halten. Viel Spaß beim Deuten der Runen wünscht dir Arnie.